So, und damit herzlich willkommen, Leute, zu diesem neuen Video. Und heute geht's los. Wir testen hier gemeinsam das neue Soft 99 Glarco DX. Eine Glasversiegelung für Frontscheibe, Panoramadach, Seitenscheiben, Heckscheibe geht natürlich auf allen Glasoberflächen und soll hier auch bis zu 4 Monate Standzeit liefern. Wir testen es heute mal gemeinsam aus. Wir wenden das mal hier vorne auf der Frontscheibe an, 50-50. Und später suchen wir uns natürlich auch noch einen Regentag, wo wir schauen, wie gut perlt das ab, wie schön hält es uns hier das Wasser von der Oberfläche. Das wird sehr, sehr spannend. Los geht's. Ich zeige euch alle Tipps und Tricks. So, und das ist es hier, das Glarco DX von Soft 99 Glasversiegelung. Und ich denke mal, hier auf der Vorderseite sieht man auch schon hier das, ja, die Neuerungen und auch so ein bisschen die Eigenschaften. Ihr seht hier, 30 Grad kann man das hier so ein bisschen am Kopf bewegen. Das heißt, wenn wir das gleich auspacken, wenn wir sehen, den Filzkopf hier oben, können wir so ein bisschen den Oberflächen von der Neigung her anpassen. 4 Monate oder bis zu 4 Monate Standzeit werden wir natürlich auch gemeinsam testen. Und auf der Rückseite finden wir natürlich auch noch viele, viele Infos, auch nochmal hier auf Deutsch mit drauf zur Verarbeitung. Aber dazu gebe ich euch jetzt alle Tipps. Wie gesagt, ihr kennt das auch hier, Glasversiegelung auf der Oberfläche verteilen, aushärten lassen, 5 bis 10 Minuten und dann mit einem leicht feuchten Tuch auspolieren. Aber alles das an Infos bekommt ihr jetzt hier in dem Video noch mit dazu. Das Glarco DX, ich bin echt gespannt. So, damit wir auch einen schönen 50-50 Unterschied sehen, werde ich nur die Fahrerseite damit erstmal behandeln. Später folgen natürlich auch noch ein paar Tests mit anderen Produkten, dass wir auch noch ein paar Vergleiche haben, auch mit den Soft 99 eigenen Produkten. Also Klebeband hier im mittleren Bereich und vom Auspacken ist eigentlich ganz einfach. Ihr zieht es einfach von aus der Verpackung raus und dann könnt ihr das hier zur Seite legen. Glarco DX, Leute. Ich bin echt gespannt, wie das hier performt. Von der Form her, von der Flasche her, kennen wir das vom Soft 99 Glass Compound mit der Politur, mit der ich auch hier vorher die ganze Scheibe nochmal poliert habe. Blende ich jetzt nochmal ein bisschen Aufnahme ein. Da haben wir hier genau in der Box die Glasscheibe nochmal richtig schön poliert, alle restlichen Versiegelungsreste komplett entfernt und dann auch nochmal die Scheibe so vorbereitet, dass sie wirklich perfekt für diese Glasversiegelung vorbereitet sind. Und die Form und die Verpackung kennen wir auch. Und wenn wir jetzt hier vorne mal so ein bisschen das bewegen, ich glaube, dann kann man hier schon sehen, dass der Kopf beweglich ist, aber wir nehmen natürlich hier vorne noch die Schutzkappe runter, könnt ihr erstmal zur Seite legen und jetzt, denke ich mal, lässt sich das hier gut erkennen, dass sich das hier schön der Sache anpasst. Und dann ist es eigentlich ganz einfach, ihr setzt das hier einfach nur auf die Oberfläche auf, ihr müsst auch nicht groß drücken, nur ganz, ganz vorsichtig, ihr wollt ja nicht Unmengen von Versiegelung drauf haben, dass sich das Filzpad so ein bisschen vollsaugt und dann kann man hier schön das Ganze anpassen. Nur leicht drücken und dann, mein Tipp schon mal an der Stelle, dreht es dann beim Versiegeln auf die Seite und dann fangt ihr hier an, einfach das schön im Kreuzstrich zu verteilen. Schön gleichmäßig. Umso mehr Zeit ihr euch lasst und umso ruhiger das Ganze abläuft, umso besser wird es auch. Und achtet hier drauf, dass ihr wirklich alles schön benetzt. Geht auch bis an den Rand lang. Das Ganze muss dann im Anschluss 5 bis 10 Minuten lang ablüften. Und dann nehmt euch ein leicht feuchtes Mikrofasertuch und poliert das aus. Also ähnlich wie beim Glarco Roll-On. Und mit dem bin ich sehr gut zurechtgekommen. Auch eine meiner absoluten Lieblingsglasversiegelung. Ich mache das immer ein bisschen runter und dann einfach nochmal auf die Seite drehen und bis hoch. Schön im Kreuzstrich. Man kann das auch in kreisenden Bewegungen machen, aber das ist komplett euch überlassen, wie das euch besser passt. So habe ich für mich die beste Kontrolle, um das hier gleichmäßig aufzutragen. So, bis zur Kante ran. Kann man nochmal ein bisschen eindrehen. Und dann hier an der Kante lang. Hier nochmal runter. Dann fahre ich nochmal die Kanten ab. Und damit fertig. 5 bis 10 Minuten lang ablüften lassen und dann geht's weiter. So, jetzt sind 10 Minuten vorbei und wichtig, nehmt jetzt ein Mikrofasertuch und sprüht euch hier so ein bisschen Wasser drauf, so ganz wenig. Wirklich nur so ein leichter, nebelfeuchter Film. Faltet euch das einmal zusammen und dann fangt ihr oben einfach an, das auszupolieren und das geht absolut problemlos. Das macht überhaupt keine Schlieren oder Streifen. Und wenn das wirklich gut ablüften konnte, dann ist das Thema komplett erledigt. Gucken wir uns das auch nochmal hier aus der Nähe an, wie man hier sehen kann. Also es ist wirklich schön schlieren- und streifenfrei, also absolut top.
Und dann lasst ihr das auf jeden Fall noch ein bisschen aushärten. Also nicht sofort jetzt hier in den nächsten Regen fahren. Macht das vielleicht in den Abendstunden oder am Wochenende, wenn das Auto noch ein bisschen stehen kann. Lasst es vielleicht so 6 bis 12 Stunden ein bisschen aushärten, um einfach da die volle Performance zu bekommen. Ich blende euch jetzt mal eine Szene ein, wie das ausschaut hier, wenn man mit dem Hochdruckreiniger drauf sprüht. Jetzt in der Sekunde wollen wir es natürlich noch ein bisschen härten lassen und dann schauen wir uns das mal an. Es perlt natürlich sehr, sehr schön im Verhältnis zur Beifahrerseite. Das ist natürlich ein gravierender Unterschied. Und im zweiten Teil fahren wir auch nochmal in den nächsten Regenschauer rein und dann schauen wir uns mal das Abhärverhalten bei Regen an. Also sehr, sehr schöne Sache, gefällt mir wirklich gut und damit sehen wir uns beim nächsten Video wieder, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Test, wieder auch mit dem Klarko DX. Ciao.